Ja, willkommen zur heutigen Sitzung, in der geht es um Immanuel Kant und seine Theorie der Achtung und des Mitleids und auch noch ganz am Schluss seine Theorie der Liebe im Kontext der Frage, was moralische Gefühle sind. Diese heutige Sitzung versteht sich als Sitzung in Kontrast zur letzten Sitzung, in der wir uns mit David Hume und Arthur Schopenhauer befasst haben. Und deswegen muss ich ganz kurz noch ein bisschen auf diese beiden Denker eingehen. Oben rechts, wie immer, der Link zur letzten Sitzung, in der diese beiden Denker behandelt wurden. Und ich möchte ganz kurz die Sache fassen, aber auch natürlich noch ein paar Leitfragen formulieren für die heutige Sitzung. Also inwiefern sind nach Kant Mitleid und Liebe nicht als ursprüngliche moralische Motivation geeignet oder auch nicht als moralische Gefühle im strengen Sinne anzusehen? Inwiefern besitzt das Phänomen der Achtung als Emotion eine Gefühls-, eine Urteils- und eine Motivationsdimension? Und in der Beschreibung mache ich nochmal den Artikel aus der Stanford Encyclopedia of Philosophy von Scantino und de Sousa, die sehr treffend zwischen diesen drei Dimensionen unterschieden haben. Und wir können jetzt in der heutigen Sitzung uns überlegen, inwiefern sich die auch im moralischen Gefühl der Achtung nach Kant finden lassen. Kant spricht nicht von einer Emotion, Kant spricht von einem Gefühl der Achtung. Ich bin der Meinung, und das müssen wir heute diskutieren, dass es sich dabei streng genommen um eine Emotion handelt, weil sie diese drei Dimensionen besonders gut in sich begreift. Ja, das sind die Fragen. Jetzt nochmal kurz zurück zur letzten Sitzung. Also das ist David Hume. Und David Hume hatte eine ganz komplizierte, verschachtelte Einteilung gegeben von dem, was er in seinem englischen Originaltext die Passions nennt. Da habe ich gesagt, die deutsche Übersetzung ist Affekte. Und ich bin damit nicht ganz glücklich, weil Affekte, wie ich glaube, wie sie sind und wie wir sie auch behandelt haben im bisherigen Seminar, eher so etwas Impulsives haben. Und darunter würde zum Beispiel hier Mitleid, naja, oder Liebe jedenfalls, und vielleicht auch Neid nicht fallen. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz auf die Einteilung eingehen. Hume spricht von Passions. Passions haben wir gesehen, von Lateinisch Passio, Griechisch Passion heißt erleiden. Passion ist auch häufig eine Leidenschaft. Also es ist etwas, was man mit Gemütserregung vielleicht besser übersetzen könnte. Warum Gemütserregung? Weil es doch ein bisschen eine stärkere Form ist von innerer Phänomenalität als bloße Feelings. Aber darüber müssen wir jetzt noch kurz reden. Hume teilt alles zuoberst ein in Perzeption. In Perzeption könnte man ganz allgemein sagen, das ist alles, was dem Geiste vorfindbar ist. Alles, was ein Phänomen ist, ein phänomenales Bewusstsein, könnte man sagen. Und das kann man unterscheiden in Eindrücke und Vorstellungen. Eine Vorstellung ist, ich kann mir jetzt zum Beispiel einen goldenen Berg vorstellen. Ein goldener Berg ist eine Kombination aus Gold, der Farbe Gold und der Form des Berges. Das kann ich dann durch die Einbildungskraft zusammensetzen, habe ich eine Vorstellung, eine komplexe Vorstellung. Das interessiert ihn nicht, ihn interessiert das, was ein Eindruck ist, was uns also irgendwie erregt an Gemütsbewegungen beinhaltet. Natürlich können Vorstellungen irgendwie uns auch motivieren oder erregen, wie auch immer. Jedenfalls, es geht um die Eindrücke, die jetzt erstmal unmittelbarer und stärker sind als die Vorstellung. So, und die Eindrücke unterscheidet er in primäre Eindrücke. Das ist sowas wie Schmerz, etwas, was eine körperliche Seite hat. Ich würde sagen, zum Beispiel auch Hunger. Und das würde ich jetzt nach meiner Terminologie als Gefühl bezeichnen. Er nennt es die primären Eindrücke. Davon unterscheidet er die sekundären Eindrücke. Die könnte man die Affekte im weiteren Sinne bezeichnen. Die sind reflexiv, weil die sich auf die primären Eindrücke beziehen. Hume bringt als Beispiel, ich empfinde Schmerz als Gefühl und dann entsteht daraus als Reaktion oder als Reflexion darauf die Hoffnung, weil ich hoffe, dass ich den Schmerz irgendwann nicht mehr habe. Oder die Gram, wie er sagt, dass ich denke, oh, hoffentlich, oh, ich denke, der Schmerz geht nicht wieder weg. Oder eine Angst, sowas. Das ist als eine reflexive Gemütsbewegung, Gemütserregung, die auf eine primäre Erregung folgt.
Deswegen würde ich sagen, oder sagt auch Hume, es ist etwas Reflexives. Und jetzt unterscheidet er nochmal zwischen ruhigen sekundären Eindrücken. Das sind Gefühle, wie er sagt, der Schönheit und Hässlichkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob man Schönheit fühlen kann oder Hässlichkeit. Deswegen finde ich es eher passend, davon Stimmungen zu sprechen. Oder man kann es sich überlegen, davon Stimmungen sprechen. Es sind ruhige Affekte, ruhige Gemütstönungen, die sowas wie eine Betrachtung auch beinhalten. Er sagt, wie werde ich etwas betrachten in der Schönheit und der Hässlichkeit? Das würde ich sagen, hat was von Stimmung, ist diese Ruhe, diese kontemplative Dimension, ja, und die uns nicht so sehr mitreißt. Ne? Also Stimmungen, hatten wir ja gesagt, die sind eher passiv, die belassen uns, kontemplativ, die sind nicht so radikal. Und davon unterscheidet Hume nochmal die heftigen, reflexiven, sekundären Emotionen oder Eindrücke, die er Affekte nennt, im engeren Sinne, und wo ich ihm auch zustimmen würde. Aber er es eben noch im weiteren Sinne versteht, wozu er auch noch Emotionen nach unserem Verständnis zählt, nämlich er nennt Liebe, Hass, Gram und Stolz. Und die wiederum unterscheidet er in direkte, die aus Schmerz und Lust folgen, wie zum Beispiel Furcht und Kummer, und in indirekte, die also da noch mal ein bisschen reflexiv sind, wie Mitleid, Liebe und Neid. So, also ich würde sagen, nach unserer Terminologie, das hier, diese direkten, heftigen, sekundären Eindrücke könnte man Affekte nennen, und die indirekten könnte man Emotionen nennen, nach unserem Verständnis. Während diese ruhigen, sekundären Eindrücke könnte man Stimmungen nennen, und die primären hier könnte man Gefühle nennen. Ist ein Versuch. Hume macht das anders. Er hat eine andere Einteilung. Er geht immer von ruhig und heftig, direkt und indirekt aus. Ich weiß nicht, ob diese Opposition so die ganze Sache erschließt. Ich glaube, dass man es noch anders machen kann. Aber darüber können wir treffend diskutieren. Darüber kann man auch sehr schöne Hausarbeit schreiben. So viel zur Einteilung bei David Hume. Und jetzt noch als kleiner Nachtrag Arthur Schopenhauer, der in seiner Schrift, in seinem Buch Die Welt als Wille und Vorstellung, die erstmalig 1819 erschien, noch ein bisschen was zum Mitleid nachträgt. Nach Schopenhauer gilt, Zitat, dass ein solcher Mensch, der in allen Wesen sich sein innerstes und wahres Selbst erkennt, auch die endlosen Leiden alles Lebenden als die seinen betrachten und so den Schmerz der ganzen Welt sich zueignen muss. Ihm ist kein Leiden mehr fremd. Alle Qualen anderer, die er sieht und so selten zu lindern vermag, alle Qualen, von denen er mittelbar Kunde hat, ja, die er nur als möglich erkennt, wirken auf seinen Geist wie seine eigenen. Es ist nicht mehr das wechselnde Wohl und Wehe seiner Person, was er im Auge hat, wie dies bei dem noch im Egoismus befangenen Menschen der Fall ist, sondern da das Prinzipium Individuation ist, also das Prinzip der Individuierung, was uns zu Individuen macht, durchschaut, liegt ihm alles gleich nahe. Er erkennt das Ganze, fasst das Wesen desselben auf und findet es in einem steten Vergehen, nichtigem Streben, inneren Widerstreben, beständigem Leiden begriffen. Sieht, wohin er auch blickt, die leidende Menschheit und die leidende Tierheit und eine hinschwindende Welt. Dieses alles aber liegt ihm jetzt so nahe wie dem Egoisten und seine eigene Person. Wie sollte er nun bei solcher Erkenntnis der Welt eben dieses Leben durch stete Willensakte bejahen und eben dadurch sich ihm immer fester verknüpfen, es immer fester an sich drücken. Also im Mitleid oder im Leiden erkennen wir, dass alles miteinander zusammenhängt und dass wir eigentlich dieses Leiden verneinen sollten und nicht eben durch individuelle Erkenntnisse, individuelle Handlungen bejahen sollten. Das ist ein Zitat, das zeigt, dass bei Schopenhauer eben das Mitleid nicht nur ein Gefühl ist, also ein Affekt oder eine Emotion, sondern eigentlich eine metaphysische Erkenntnis auch beinhaltet. Vielleicht sogar auch eine Normativität hat. Darüber kann man sich jetzt streiten. Das jetzt eher ist Immanuel Kant, und zu dem soll es heute eigentlich gehen. Und jetzt habe ich ein paar Informationen. Also 1804 gestorben, 1724 geboren. Er war wie David Hume ein Philosoph der Aufklärung, aber ein ganz entgegengesetzter Denker mit Blick auf die Vernunft.
Im Gegensatz zu Hume ist die Vernunft nach Kant nicht Sklave der Affekte, Hume sagt im Englischen Slave of the Passions, sondern die Vernunft kann eigenständige Zwecke setzen. Sie kann mit Affekten konkurrieren und selbst ein Gefühl autorisieren. Autorisieren meint eben hervorbringen, bedingen, rechtfertigen. Ja, das ist das Gefühl der Achtung, wie wir jetzt gleich noch sehen werden. Moralität muss sich nach Kant durch die praktische Vernunft erkennen lassen. Die ist also gerade nicht den Passions untergeordnet, sondern sie ihnen übergeordnet. Und die praktische Vernunft muss selbst motivationale Quelle der Moral sein. Also nach Kant muss die Vernunft nicht nur uns die Moral erkennen lassen, was moralisch gut und böse ist, sondern sie muss selbst auch das Motivationsprinzip mit sich bringen, was uns dann auch zur Handlung motiviert. Das darf nach Kant nicht aus der Sinnlichkeit, wie er sagt, nicht aus dem Bereich der Gefühle oder Emotionen oder Affekte stammen. Und dafür hat er verschiedene Argumente und die wollen wir heute auch noch kurz versuchen, uns verständlich zu machen. Jetzt erstmal der Unterschied zwischen Vernunft und Gefühl oder auch Neigung und Triebe. Wir müssen dazu sagen, Kant differenziert hier nicht so stark. Er wirft da eigentlich alles in einen Topf, was nicht Vernunft ist, weil das auf die Seite der Heteronomie gehört. Also in dem, was wir empfinden, was wir leiden, was wir fühlen, da sind wir nicht frei und selbstbestimmt, im Gegensatz zur Vernunft. Das Wesentliche, sagt er, aller Bestimmung des Willens durch sittliche Gesetze ist, durch sittliche Gesetze im kategorischen Imperativ des Sinngesetzes, dass er als freier Wille mithin nicht bloß ohne Mitwirkung sinnlicher Antriebe, sondern selbst mit Abweisung aller derselben und mit Abbruch aller Neigungen, sofern sie jenem Gesetze, dem Sittengesetze, zuwider sein könnten, bloß durchs Gesetz bestimmt wird. Das ist jetzt also genau das Gegenteil von Hume. Er sagt, mit Abweisung, also mit Ablehnung, mit Beherrschung, könnte man auch sagen, der Neigungen. Also die Vernunft ist nach Kant gerade nicht Slave of the Passions, sondern sie ist Master of the Passions, könnte man sagen. Ob das wirklich so der Fall ist, darüber kann man trefflich streiten. Da wurde auch trefflich drüber gestritten im Anschluss an Kant. So, was sagt er zu Mitleid? Neigung ist blind und knechtisch. Sie mag nun gutartig sein oder nicht. Und die Vernunft, wo es auf Sittlichkeit ankommt, muss nicht bloß den Vormund derselben vorstellen, also Master, nicht Slave, sondern ohne auf sie Rücksicht zu nehmen, als reine praktische Vernunft ihr eigenes Interesse ganz allein besorgen. Selbst dieses Gefühl des Mitleids und der weichherzigen Teilnehmung, wenn es vor der Überlegung, was Pflicht sei, vorhergeht und Bestimmungsgrund wird, ist wohldenkenden Personen selbst lästig, bringt ihre überlegte Maximen in Verwirrung und bewirkt den Wunsch, ihre entledigt und allein der gesetzgebenden Vernunft unterworfen zu sein. Also Mitleid ist zumindest nicht der Kandidat für moralische Motivation primär. Warum? Weil sie zur Sinnlichkeit oder zur Neigung gezählt werden kann und ihre Maximen, ihre Grundsätze in Verwirrung bringt. Also Mitleid hat keine klare Orientierung. Im Mitleid werden wir hingerissen. Da sind wir auch irgendwie heteronom bestimmt. Schopenhauer würde sagen, aber das ist doch gerade wichtig für die Moral, dass wir hingerissen sind und nicht groß nachdenken, weil wenn wir jetzt groß nachdenken würden, was ich tun soll, dann ist es schon zu spät. Dann habe ich gerade nicht diese Motivation, die ich ja für moralisches Handeln brauche. Denken Sie an eine Szenerie, wo ein kleines Kind ins Wasser fällt und Sie unmittelbar aus Mitleid oder wie auch immer aus moralischer Motivation hinterher springen. Es ist nicht direkt Mitleid oder Sie sehen irgendein Kind leiden, im Wasser schier ertrinken und dann springen Sie hinterher. Da denken Sie nicht viel nach. Das würden viele auch phänomenologisch so bestätigen, dass das zur Moralität gehört. Nicht groß nachzudenken, sondern aus einem unmittelbaren Impuls heraus zu handeln. Kant sagt, nein, wir sollten hier immer erst unsere Vernunft aktivieren und ein Maximentestverfahren in Gang setzen. Schopenhauer hat sich dann später darüber lustig gemacht und gesagt, das ist das breite Ruhepolster der Moral. Man kann sich auf dem kategorischen Imperativ ausruhen, aber motivieren kann er einen nicht. Ja, Kant würde sagen, der kategorische Imperativ ist kein Ruhepolster, sondern ist eher ein Nagelkissen, weil der kategorische Imperativ uns immer wieder auffordert zu handeln und ziemlich unangenehm sein kann. Hängt dann auch mit dem Gewissen zusammen. Gewissen wäre überhaupt auch eine Frage, ob das ein Gefühl ist, eine Emotion. Dann noch jetzt zur Achtung. Jetzt kommt Kant konkret zur Achtung zu sprechen. Er sagt erstmal sehr selbstkritisch, man könnte mir vorwerfen, als suchte ich hinter dem Worte Achtung nur Zuflucht in einem dunklen Gefühle, anstatt es durch einen Begriff der Vernunft in der Frage deutlich Auskunft zu geben. Allein wenn Achtung gleich ein Gefühl ist, so ist es doch kein durch Einfluss empfangenes, also nichts Heteronomes,
keine Neigung, sondern durch einen Vernunftbegriff selbstgewirktes Gefühl und daher von allen Gefühlen der ersteren Art, die sich auf Neigung oder Furcht bringen lassen, spezifisch unterschieden. Was ich unmittelbar als Gesetz für mich erkenne, erkenne ich mit Achtung, welche bloß das Bewusstsein der Unterordnung meines Willens unter einem Gesetz ohne Vermittlung anderer Einflüsse auf meinen Sinn bedeutet. Also, man erkennt etwas mit Achtung. Die Achtung ist das Bewusstsein der Unterordnung meines Willens unter das Gesetz. Also hier kommt jetzt ganz klar eine kognitive Dimension zum Vorschein. Man könnte auch sagen, nach diesem Stanford Encyclopedia Artikel, hier hat die Achtung die Funktion eines Urteils oder einer Erkenntnis, einer Art von Proposition. Ich erkenne, dass mein Wille unter das Sittengesetz geordnet ist. Weiteres Zitat, die unmittelbare Bestimmung des Willens durchs Gesetz und das Bewusstsein desselben heißt Achtung, sodass diese als Wirkung des Gesetzes auf Subjekt und nicht als Ursache desselben angesehen wird. Eigentlich ist Achtung die Vorstellung von einem Werte, der meiner Selbstliebe Abbruch tut. Also es ist eine Vorstellung, es ist was Kognitives, ein Urteil könnte man auch sagen. Also ist es etwas, was weder als Gegenstand der Neigung noch der Furcht betrachtet wird, obgleich es mit beiden zugleich etwas Analogisches hat. Aha, es hat etwas Hinstrebendes und etwas Wegstrebendes. Das ist also eine Ambivalenz. Der Gegenstand der Achtung ist also lediglich das Gesetz, das Sittengesetz, und zwar dasjenige, das wir uns selbst und doch als an sich notwendig auferlegen. Als Gesetz sind wir ihm unterworfen, ohne die Selbstliebe zu fragen, als uns von uns selbst auferlegt. Es ist doch eine Folge unseres Willens und hat in der ersten Rücksicht Analogie mit Furcht, in der zweiten mit Neigung. Okay, also es hat etwas von Furcht und Neigung, etwas Gegenstrebiges, ein ambivalentes Gefühl, das Gefühl der Achtung. Weil er sagt ja, alle Achtung für eine Person ist eigentlich nur Achtung fürs Gesetz, das Sittengesetz, von jene die Person uns das Beispiel gibt. Okay, also die Achtung geht gar nicht auf die Person, die Intentionalität der Achtung, sondern sie geht auf ein Gesetz. Ein Gesetz ist aber etwas Kognitives, etwas auch Propositionales, ne? Das Gesetz sagt, dass du das und das machen sollst. Also hier kommt wieder die Urteilsdimension der Achtung recht gut zur Geltung. Genau, und jetzt kommt diese nochmal Ambivalenz des Positiven und Negativen zur Sprache, die die Gefühlsseite der Achtung, das ist ja auch eine Dimension von Emotionen, betrifft. Er sagt, das Wesentliche aller Bestimmung des Willens durch sittlich gesetzt ist, dass er als freier Wille, mithin nicht bloß ohne Mitwirkung sinnlicher Triebe, sondern selbst mit Abweisung aller derselben und mit Abbruch aller Neigung, sofern sie jedem Gesetz zuwider sein könnten, bloß durchs Gesetz bestimmt werde. Hier wieder Master of the Passions. Soweit ist also die Wirkung des moralischen Gesetzes als Triebfeder nur negativ und als solche kann die Triebfeder a priori erkannt werden. Denn alle Neigung und jeder sinnliche Antrieb ist aufs Gefühl gegründet und die negative Wirkung aufs Gefühl durch den Abbruch, der den Neigungen geschieht, ist selbst Gefühl. Also das ist jetzt der Punkt, wo Kant sagt, die Achtung selbst ist ein Gefühl, sie hat eine Gefühlsseite, sie hat erstmal was Negatives. Kant wird jetzt gleich sagen, das ist der Schmerz. Das ist der Schmerz, ein Gefühl des Schmerzes, was mit der Achtung zusammenhängt. Es bestimmt das jetzt gleich noch ein bisschen genauer. Er sagt, also schlägt das moralische Gesetz den Eigendünkel nieder. Hier sehen wir wieder ganz klar, dass das eine Meister-Beherrschaftsterminologie ist, im Gegensatz zur Sklaventerminologie bei David Hume. Da dieses Gesetz aber doch etwas an sich Positives ist, nämlich die Form einer intellektuellen Kausalität, das ist der Freiheit, so ist es, indem es im Gegensatz mit dem subjektiven Widerspiel, nämlich den Neigungen in uns, den Eigendünkel schwächt, zugleich ein Gegenstand der Achtung und indem es ihn sogar niederschlägt, das ist demütigt, ein Gegenstand der größten Achtung, mithin auch der Grund eines jetzt kommt es positiven Gefühls, das nicht empirischen Ursprungs ist und a priori erkannt wird. Also ist Achtung fürs moralische Gesetz ein Gefühl, welches durch einen intellektuellen Grund gewirkt wird. Und dieses Gefühl ist das einzige, welches wir völlig a priori erkennen und dessen Notwendigkeit wir einsehen können. Also hier kommt jetzt auch noch die positive Seite ins Spiel, die aus dieser Schwächung des Eigendünkels, also dasjenige, was in uns den Egoismus ausmacht, betrifft.
Ja, hier sagt er nochmal davon, also dass die negative Wirkung aufs Gefühl als Unannehmlichkeit bestimmt werden kann, der Achtung. Ja. Aber auch einen positiven Grund wir hier finden, und zwar im Urteile der Vernunft, hier wieder der Urteilsaspekt, in dem es das Achtungsgefühl den Widerstand der Neigung aus dem Wege schafft, die Wegräumung eines Hindernisses einer positiven Beförderung der Kausalität gleichgeschätzt wird. Also wenn das moralische Gefühl der Achtung uns demütigt und unseren Eigendünkel wegräumt, dann kann man das aus einer anderen Perspektive auch so sehen, dass da etwas ermöglicht wird, dass da ein Widerstand aus dem Weg geräumt wird und etwas, was sein soll, nämlich unsere Vernunft, wieder Raum bekommt. So, das ist also eine positive Dimension. Jetzt müssen wir noch genauer schauen, wie diese positive Dimension genannt werden kann. Die negative, sagt Kant, diese Einschränkung tut nun eine Wirkung aufs Gefühl und bringt Empfindung der Unlust hervor. Also die negative Gefühlsseite der Achtung ist Unlust, Demütigung und auch Schmerz. Das sagt er auch noch an einer anderen Stelle hier wieder. Demütigung auf der sinnlichen Seite, und jetzt kommt die positive Seite, die praktische Schätzung des Gesetzes selbst. Das ist ein positives Gefühl. Und das wird Kant im Folgenden noch als Erhabenheit bestimmen. Das wollen wir auch nochmal dann in der Diskussion weiterverfolgen. Also negativ erzeugt das moralische Gefühl der Achtung durch die Demütigung unseres Egoismus Schmerz, unangenehmes Gefühl, vielleicht auch so ein bisschen was wie Scham, und im positiven Sinne Erhabenheit, weil wir darin unsere bessere moralische Bestimmung erkennen. Insofern wir dem Sittengesetz unterworfen sind. Und zur Liebe sagt Kant auch noch was, mit Blick auf die Frage, ob sie als moralische Triebfeder geeignet ist. Es ist sehr schön, aus Liebe zu Menschen und teilnehmendem Wohlwollen ihnen Gutes zu tun oder aus Liebe zur Ordnung gerecht zu sein, aber das ist noch nicht die echte moralische Maxime unseres Verhaltens, die unserem Standpunkt unter vernünftigen Wesen als Menschen angemessen ist, wenn wir uns anmaßen, gleichsam als Volontäre uns mit stolzer Einbildung über den Gedanken von Pflicht hinwegzusetzen und als vom Gebot unabhängig bloß aus eigener Lust das tun zu wollen, wozu für uns kein Gebot nötig wäre. Wir stehen unter einer Disziplin der Vernunft und müssen in allen unseren Maximen der Unterwürfigkeit unter derselben nicht vergessen, ihr nichts zu entziehen oder dem Ansehen des Gesetzes, ob es gleich unsere eigene Vernunft gibt, durch eigenliebigen Wahn dadurch etwas abzukürzen, dass wir den Bestimmungsgrund unseres Willens, wenngleich dem Gesetz gemäß, doch worin anders als im Gesetze selbst und in der Achtung für dieses Gesetz setzten. Also, warum ist die Liebe nach Kant nicht geeignet als moralische Triebfeder? Deswegen, weil wir in der Liebe glauben, dass wir nicht einem Gebot, einem Gesetz folgen müssten, was uns übergeordnet ist, sondern in der Liebe glauben, individuell, also als Individuen und auch durch unsere Neigung handeln zu können, bloß aus eigener Lust, wie Kant sagt. Und das wäre nach Kant eine Form der Heteronomie, weil hier dann letztendlich wieder nur unsere Neigungen mit im Spiel sind und uns auch verwirren, wie im Fall des Mitleids, wir hier keine klaren Kriterien der Vernunft haben, die unsere Handeln anleiten. Schiller hat dann geschrieben, ein Distichon, das kennen Sie vielleicht, ich reformuliere es mal, dass er gerne seinen Freunden hilft, es aber leider aus Neigung tut und deswegen nicht moralisch sein kann. Ja? Nach Kant jedenfalls. Weil Neigung sich letztendlich nicht eignet als moralische Triebfeder. Es muss immer so ein Moment der Unlust mit dem Spiel sein und der Erhabenheit auf der anderen Seite, damit wir moralisch, emotional handeln können. Ja, so viel zu Kants Theorie der Achtung und der Liebe und des Mitleids im Unterschied zu David Hume. Und wir wollen uns jetzt im Folgenden mit dieser Theorie diskursiv weiter befassen.